Karl-Heinz! Schön, dass du eingeschaltet hast zur zweiten Folge vom Karl-Heinz-Run. Ja, beim letzten Mal haben wir es mit einer Menge Zubert durch den Mondberg geschafft und jetzt geht's direkt weiter auf die Nuggetbrücke. Rivalen haben wir gepackt, wir sind noch, glaube ich, nicht stark noch für Misty, deswegen stelle ich die erstmal hinten an. Ich weiß noch nicht, ob wir sie probieren sollen, bevor wir jetzt runtergehen Richtung Urania City. Erstmal ist jetzt hier der ganze Kram dran. Und ich hoffe mal, wir kriegen nicht zu viel Sandwirbel ab. Und auch nochmal gucken, wie krass Kratzer jetzt ist. Das ist doch ganz geil. Und ja, sehr gut. Alles gut, solange wir hier keine Sandwirbel abbekommen. Ich mache jetzt mal Aquaknarre. Reicht nicht, ne. Machen ungefähr beide gleich viel Schaden. Wir werden uns dann gleich auch wieder Geowurf holen, weil das eine der wenigen Attacken ist, die Kabutops doch lernen kann. Ja, das wird ganz geil eigentlich, glaube ich. Ja, also zum One-Shotten reicht's halt für Karl-Heinz nicht, aber alles andere ist echt gut. Oh. Ja, da bin ich auch gespannt, wie krass Schlitzer kritten wird. Ich glaube, wir haben Base Speed von 80, glaube ich. Das geht. Ja. Keine Ahnung, wie krass. Das erste Zubat, was wir besiegen hier. Ja, und oben müssen wir bei den Mirabla aufpassen. Da gibt es ja die eine Göre, die unbedingt Mirabla dabei haben muss. Ich hoffe, die kriegen wir schnell kaputt. Schön ist, dass wir uns jetzt gerade um AP nicht so wirklich Gedanken machen müssen. Wir haben hier mehr als genug für die paar Trainer. Nicht so wie zum Beispiel bei... bei Abracadabra und so. Da hatten wir ja nur Konfusion und da musste man immer genau abpassen. Das war auch ein sehr guter Run. Hätte ich nicht gedacht, dass das so krass ist. Wir sind 21 schon. Au, au, au. Das stimmt. Das tut ja richtig weh. Können die ja. Kurz schauen, was Aquaknarre so macht. Ja. Tut dann doch ganz schön weh, aber das Schöne ist, wir sind tanky. Karl-Heinz hat eine ganze Menge Verteidigung, also selbst wenn der physisch mal angegriffen wird, geht da echt viel rein. Das sind natürlich auch vom Sprite her, also diese anderen Bilder, die sind nicht so gut gelungen. Also er ist ja das Dom und nicht das Helix-Fossil und wenn da trotzdem eine Helix abgebildet ist, also eine Spirale, ist das schon irgendwie dumm, aber naja. Stimmt, Kampf-Pokémon sind für mich gar nicht so cool. Da haben wir Schwein gehabt. Das ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm. Karateschlag in der ersten Generation, ja. Eine normale Attacke. Da war halt alles noch nicht so fertig. Achso, hier kann man übrigens schummeln, das ist witzig. Wenn wir jetzt gegen ihn verlieren würden im Kämpfen, würde er das jedes Mal, wenn wir wieder hochgehen, uns einen weiteren Nugget geben. Das ist mir auch nicht bewusst gewesen. Der geht, weil das Spiel davon ausgeht, dass man den weghaut. Kannst du jedes Mal wieder ein Nugget bekommen. Geht zwar nicht schnell und es dauert ewig, weil rettern, bis das deine Pokémon kaputt macht, das dauert schon ein bisschen. Ja, sorry, ich bin ein bisschen verschnupft wieder. Jetzt kommt dann doch... wird's dann doch im September draußen ein bisschen kälter. Also von 25
Grad viel zu warm auf 12 Grad viel zu kalt. Das verträgt mein Körper nicht so gut. So, ja, Sanden haben wir nicht gefangen. Vielen Dank für dein Glumanda, lieber Junge. Das ist, glaube ich, Donnerwelle, ne? Ja. Ist auch eigentlich stark, dass man die hier bekommt. Ist im Competitive Play sehr wichtig, tatsächlich. Also hier gegen andere Leute auf Turnieren ist Donnerwelle ziemlich gut, weil die Genauigkeit hoch ist. Die wird da häufig gespielt. Ja, es reicht gerade so immer nicht, ne? Ich muss, brauche 3 Hits für die Gegner, das ist echt ärgerlich. Naja. Ist jetzt nicht weltbewegend schlimm, aber es ist schon ärgerlich. So, 2 Shots wären besser mit 2 Attacken, die 40 Damage machen. Vielleicht möchte ich auch zu sehr Aquaknarrer benutzen. Früher dachte ich auch immer, dass der Spezialwert zusammen verrechnet wird mit dem Angriff und Verteidigungswert anstelle von Spezialangriff und Spezialverteidigung. Dem ist leider nicht so. Das wäre auch nochmal eine coole Idee gewesen für die erste Generation. Onyx nehmen wir jetzt einfach mit, weil Onyx ein One-Shot ist. Und glaube ich 398 EP bringt. 393, alles klar. Und ja, das bisschen, das nehmen wir mal eben schnell mit. Das lohnt sich dann ja schon. Mittlerweile bin ich auch im dritten Run. Ohne die Turbo-Taste und ich vermisse die gar nicht so stark. Das wundert mich. Ich hätte damit gerechnet, dass ich sie mehr vermisse. Ja, Range, das war wichtig. So, Kratzer müssen wir uns jetzt aufsparen. Wir spielen jetzt mit Aquaknarre die nächsten 3 Trainer. Nicht daran, wir müssen ja noch gegen die komische Lady mit ihren Myrabla kämpfen und da brauchen wir jeden Kratzer. Und davor muss ich auf jeden Fall speichern und eventuell einen Trank trinken. So, damit wir uns hier Geowurf besorgen können und nicht softlocken. Machen wir beide Trainer hier. Ja, und da sieht man es bei uns auch. Der gelbe Bereich fängt bei 55% eher an als bei 50. Weil 30 nicht die Hälfte von 54 ist. Auch nicht ab- oder aufgerundet. Ja, eigentlich in 23 könnte man es fast probieren, ne? Gegen Misty zu kämpfen, aber wenn Misty uns halt angreift mit, ja, was auch immer. Also sobald die Wasserattacken macht, schaffen wir das, glaube ich, nicht. Danke, dass du mich nicht vergiftet hast. So, Geowurf. Maximale Speicherung. Wir sind ja schon relativ weit.
Ah, jetzt habe ich keinen Trank genommen. Das war vielleicht dumm. Ja, das ist jetzt vierfach Schwäche, ne? Und ja. Schaffst du ihn? Ja. Gerade so. Ja, ich muss zwei Tränke pumpen, hilft ja nichts. Also zwei Kratzer und wir schaffen wahrscheinlich einen Myrabla. So, jetzt hatten wir Glück. Taubsi hat sich ja auch noch keiner gewünscht. Seid ihr alle keine Taubsi-Fans? Alter Schwede. 20 macht's mir Schaden. Boah. Ja, das war dumm von mir. Ich hab mich voll verrechnet. Ah, war das dumm. Egal. Das ist ja heftig hier. Gut, dass ich vorher mich geheilt habe. Gespeichert habe. Na ja, komm. Scheiß drauf. Pumpen hören. Ist natürlich immer so. Ne? Wenn das genau 20 Schaden macht, kann das halt auch sein mit einem anderen, mit einem anderen Roll, sag ich mal. Wird ja auch alles teilweise immer gewürfelt. Dass man dann wesentlich mehr Schaden bekommt oder ein bisschen weniger. So, das waren jetzt zum Beispiel 22. Boah, Gen 1 Miss, war der Lucky, ey. War der Lucky. Das war richtig glücklich. Ja, also du wirst mich... du wirst mich beim nächsten Mal wieder weghämmern. Ich... Oh, ich bin total dumm. Ich hätte bei... Ja. Es ist total dumm. Ich bin jetzt in so einem Loop. Er macht mehr... kann mich weniger heilen, als er mich trifft. Das ist mega dumm gewesen. Und zwar richtig dumm. Ich hätte mich voll heilen müssen bei Taubsi. Also ich überlebe maximal zwei. Ja, da hört's dann auf. Total intelligent gespielt. Das war richtig dumm, ja. Ich muss da voll geheilt reingehen. Ich habe nur zwei Tränke, das ist auch richtig knapp. Oh, ist das dumm, dass ich so Probleme habe mit einem blöden Mirabla, ey. Ja, weil ich keine Attacke habe, die stark genug ist. Oder ich kritte halt direkt, ja. Gott sei Dank, ey. Ja, der Volltreffer, danke. Ja, Myrabla und Erika werden wahrscheinlich richtig nervig. Ein Backup-Äther.
Und ab zu Bill. Naja, eigentlich, wir müssen es jetzt ausprobieren. Wir müssen gucken, ob wir Misty schaffen können, ja oder nee. Ich werde aber, bevor wir reingehen, speichern. Also ich gehe jetzt runter, heil mich, speicher. Geh rein, mach die Trainerin und versuch Misty. Und entweder klappt es oder es klappt nicht, aber ich werde da nur einen Try drauf geben. Es liegt einfach daran, dass das ansonsten einfach zu lange dauert. Ich weiß ja nicht, als was Caputo gesehen wird vom Spiel. Es wird ja immer nur ein Typ anerkannt. Beziehungsweise ob... Ja doch, Misty hat gute AI. Und Schaufler können wir zum Beispiel nicht lernen, was echt schlecht ist. Das macht echt viel aus, wenn wir jetzt Schaufler hätten. Blubstrahl natürlich wäre jetzt auch ein echt gutes Upgrade. Goldini ist auch richtig tanky, ey. Machen weg, bitte. Ja. Da hatten wir Glück. 24 ist gut. Ja, okay. Ich werde als Stein-Pokémon gesehen. Das heißt, ich kriege Wasserattacken ab und ich bin noch langsamer. Und das ist nicht zu knapp. Ja, komm. Und so wird das nichts. Also machen wir das so nicht. Werden wir wiederkommen und mit Body Slam arbeiten. Verstehe ich zwar nicht, warum Caputo das lernen kann, aber dann ist das so. Der Dialog ist auch einfach nur gut. Ich meine, wäre das jetzt ein Forscher oder so, hätte man ja nichts gesagt. Aber er hat halt dicke schwarze Klamotten an. Wie, ich bin kein unschuldiger Bastard. Nee, bist du nicht. Du hast dicke, böse Klamotten an. Was ist, was geht mit dir? Ich schlaf nur. Keine Ahnung. Ja, und vielleicht, wenn wir ein, zwei Level mehr haben, die wir auf der MSN mitnehmen können, sind wir ein Ticken schneller als... Zumindest als, Sterndu. Na, das war nicht so smart. Bitte nicht. Ja, war klar. Hier hätte ich natürlich Kratzer drücken müssen. Ja, der Kampf wird jetzt lange.
Weil auch Kratzer 3 Stunden lang betäubt, gedingens ist. Ja. Also der Kampf war schlecht, der hat auch richtig Zeit gekostet. Wäre es jetzt irgendwie super wichtig, würde ich tatsächlich den jetzt nochmal neu starten. Aber wir heilen uns jetzt einfach und dann ist gut. Es geht ja auch um zu zeigen, wie es denn Solo Run mit dem Pokémon. Natürlich kann ich aus 7 Solo Run, wenn ich ihn dann 2- oder 3-mal spiele, deutlich mehr rausholen. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, auch um die Erfahrung. Wie spielt man das Ding hier mal durch? Ne? Mir geht es auch darum, dass ich nicht alle Pokémon da gleich durchspiele, sondern wirklich schaue, wo hat welches Pokémon wie die Stärken und man kann da am meisten rausholen. Darum geht's mir, Persi. Und die Einschränkungen, die ich mir gegeben habe, sind ja schon da. Nicht jetzt einfach X Angriff oder Treffer holen und dann da durchbürsten. So, die Top-Genesung haben wir. Ich muss kurz überlegen. Flug-Pokémon haben wir, alles andere auch. Ich laufe außen rum. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Trainer hier. So, das. Was man jetzt halt auch machen könnte, man könnte Level pumpen in Dictas Höhle, habe ich ja schon häufiger erzählt. Da würden wir jetzt mit Kabuto, wir werden wahrscheinlich nicht schneller sein als die meisten. Aber wir hätten mit Aquaknarre auf jeden Fall was, womit wir locker schnell mal eben 1 oder 2 Level rauspumpen könnten. Ich überlege auch gerade, wo noch gute Trainer sind, die man mal eben schnell auf dem Weg mitnehmen kann. Ja, das wäre zum Beispiel sowas. Ich könnte einen Run machen, den beenden und dann könnte ich den Run nochmal spielen und dann brutal optimieren. Also schauen, wo kriege ich wie, welche Attacke, wo kriege ich nochmal irgendwie einen Trainer, wo kann ich da mehr rausholen. Jetzt gerade ist das ja alles gedächtnismäßig. Nicht durch optimierte Route. Ich müsste das eigentlich demnächst mal machen, einen Run quasi Probe spielen. Probedurchlauf machen und dann den nochmal optimiert euch vorführen. Aber ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, wie viel Spaß sowas mir macht und wie viel Spaß ihr dabei habt zuzusehen. Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall nicht mit dem Carpador-Run machen werde. Das war einfach nur die pure Hölle. Den Run mache ich nie wieder. Ich werde Garados in der ersten Generation maximal so benutzen, dass ich es kaufe und dann in die Pension stecke und mir ein 19 abhole. So. Das ist auch wieder was. Wir könnten theoretisch Karl-Heinz bis 34 trainieren, dass er dann Absorber benutzen kann. Radcoupon schon mal holen? Ja. Absorber gegen Misty holt halt ein bisschen EP wieder rein. Ich bin mir hier noch nie sicher, was hier am schnellsten geht, da ich mich ja nicht hier auch raus schaufeln kann aus dem Haus. In Rot und Blau ist das hier jetzt die letzte Instanz, die man hier macht, weil man sich halt rausschaufeln kann. In Gelb geht's natürlich nicht. So. Können auch kein Shiki gerade holen. Wir gehen jetzt erstmal auf die MSN. Und holen uns Body Slam und holen uns Zerschneider. Ja, lauf rein bitte. So, schnelle EP sind hier vorne. Der müsste Fukano und so haben. Ja, reicht auch nicht ganz.
Raserei könnte ich halt noch holen, aber die Attacke ist halt kacke, ne? Ich weiß nicht, wo mir das hilft. Ich meine, die können wir wahrscheinlich sehr schnell hochpumpen. Von den, man pumpt die ja immer hoch, wenn man Schaden nimmt, weil wir halt wenig Schaden nehmen, weil wir Gesteins-Pokémon sind, aber... Lohnt das? Ich glaube eher nicht. Danke, dass du mich nicht vergiftet hast. Ja, es ist alles Quatsch größtenteils. Man kann hier viel mitnehmen, aber es lohnt sich in der Regel einfach nicht. Ich meine, klar könnte ich auch Erholung lernen, aber was bringt mir Erholung? Erholung hilft mir jetzt halt auch nicht groß aus dem... aus der Patsche. So, Karl 1 hat schon mal Body Slam. Das Sonderbonbon sieht da vorne hat Pikachu, da sind wir zum Beispiel auch schlecht gegen. So. ...1,26... Ja. So, jetzt muss ich ihn ein bisschen umbauen. So. Body Slam ist natürlich in jedem Run, sobald man es lernen kann, eigentlich ein Muss, das beizubringen, weil es eine sehr starke Attacke ist. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. Es wäre in anderen Runs immer so, also es wäre in jedem Run so. Wenn es Donnerblitz lernen kann, bringen wir dem Pokémon Donnerblitz bei, so. Nur ein paar Pokémon bei denen... Oh Gott, ich habe Härtner gedrückt. Ich trottel. So. Bei denen würde ich das nicht machen. Zum Beispiel Radikal oder so. Da würde ich klar Body Slam mitnehmen, ihm auch beibringen. Aber nicht bis zum Ende halten, weil ich Hyperzahn als Signature Move deutlich cooler finde als Body Slam. Auch wenn es eine geringere Genauigkeit hat. Aber da würde ich dann eher auf Hyperzahn zurückgreifen. So als Beispiel. Alles klar, vielen Dank, Opa. Ja, mir fällt jetzt auch nicht mehr ein, was man hier machen könnte. Es sind ein paar Angler noch drauf, ein paar hier Batrosen. Das sind aber alles nicht die Trainer, gegen die wir kämpfen wollen. Ne? Ja, komm, jetzt habe ich dich schon ausgesucht. Der hat hier Nidoran männlich und weiblich.
Okay, die EP haben sich mal gar nicht gelohnt, aber wir kriegen nochmal 1000 Cash, das ist immer gut. Also die zwei nehme ich gerne mit, die stehen halt gerade schön am Start. Aber jetzt sagen wir dem Schiff auch Lebewohl. Cash mitnehmen ist eigentlich ganz gut. Wir haben noch die Spieler. Ein Spieler hat sogar Feuer-Pokémon, aber der steht sehr weit hinten. Komme ich auch nicht vernünftig hin. Ja, wir müssen wohl gegen Misty kämpfen, glaube ich. Wie sieht denn unser Level aus? Ja, 500. Hier hole ich mir in Dickdas Höhle, das ist kein Problem. Beziehungsweise kriegen wir auch vor Misty. So, wir verkaufen erstmal. Tatsächlich, die zwei Tränke sind jetzt zu low. Ja, okay, das war vielleicht dumm. Egal. Nugget. Ja, soweit sieht das gut aus. Supertränke 7 Stück. Und dreimal Schutz. Jetzt sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Safety Paraheiler nochmal mitnehmen. Habe ich auch Gegengifte, die ich hier kaufen kann? Nee, habe ich gar nicht. Alles klar. So. 1,30 hier gespeichert. So. So rum. Ja, Kabuto kann tatsächlich kein Schaufler lernen. Was ist das für ein Kram? So. Kabuto kann auch nicht Zerschneider lernen. Die Musik ist so schlimm. Ich mache jetzt keinen Dickdas Höhle und ich werde mir auch ein Wasser-Pokémon holen für Surfer und Stärke. Das liegt einfach daran, wir brauchen die. Wir brauchen vielleicht den Slot für Surfer und den können wir ja nicht vergessen lassen bei Kabutops. Und ob ich jetzt ein Pokémon mehr oder weniger mit habe, ist glaube ich irrelevant. Sind wieder da, jetzt können wir uns Misty nochmal stellen. Allerdings haben wir jetzt ja ein paar Level mehr. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Wichtig ist, dass wir halt schneller als Sterndu sind. Und mit ein bisschen Glück paralysieren wir Starmie. ...26 ist auf jeden Fall gut. Ja, das ist... Guck, das ist doch schon mal viel besser. So, Kratzer. Und du, gibst du mir die 500, die ich brauche? Nee, gibst du mir nicht. Alles klar. Also wäre wahrscheinlich doch 2-3 Dickter wären dann doch eine gute Wahl gewesen. Ich nehme jetzt ihn mit, damit ich das Level up habe. Damit ich nochmal ein Stück stärker bin. Und ich keine Sonderbonbons poppen muss. Das ist auch immer wichtig. So, Seeper kann nur Blubber auf dem Level, glaube ich. Und geht schnell zu Boden. 27 ist gut. Ja, 43 Initiative ist schon nicht viel, ne? Ja, das... Also, er kommt so langsam in richtig hohe Gefilde mit dem Body Slam. Gegen den Mushas so einen Schaden rauszuhauen, ist schon ordentlich. Danke. Schwimmer geben übrigens am wenigsten Kohle. Falls euch das mal gefragt habt, die geben... Es zählt Trainerklasse mal Pokémon, was sie haben. Und Schwimmer sind da sehr weit unten. Ich meine, klar, wo soll die auch das Geld lassen, ne? In der Badehose kannst du nicht so viel verstecken. Denk mal auch, die werden nur Hartgeld mithaben. Das Papiergeld wird ja nass. Das ist schon mal krass gut.
Okay, schneller. Body Slam. Jawohl. Das ist sogar optimal, glaube ich. Oh, nee, Alter. Alter Schwede, war das knapp. Mist, VA. Ey. Danke für Blubstrahl. Also das war, ja, knapp wie Sau. Aber das ist nicht schlimm. Wir können jetzt direkt weitergehen. Erstmal holen wir uns ein Fahrrad ab. Oh Gott. Danke, Lady. So, sorry, da musste ich mich wieder hart konzentrieren. Ich habe jetzt bewusst keine Heilung hier mitgenommen. Ich möchte nicht immer zu viel zum Pokémon Center rennen, nur weil mal eben meine KP-Leiste niedrig ist. Dafür habe ich ja Supertränke gekauft. Das war knapp. Ja, so soll's aussehen, ey. Level Up ist wichtig. Mehr Punkte in Angriff haben. Ja, seid jetzt Rangers, das ist gut. So, nehmen wir hier noch einen Trainer mit? Nee. Also die Wanderer hier finde ich alle nicht so gut. Die haben alle nicht so gute Pokémon. Er da unten eventuell. Der hat, glaube ich, Onix und Kleinstein, aber das ist halt auch jetzt nicht mehr das Pokémon, was wir haben wollen. Wir wollen eher welche. Also wir wollen Wanderer haben, die richtig gute Pokémon haben, die auch stark sind. Und viele EP geben. Also da muss es schon Kleinstein in einem hohen Level sein. Oder zwei Onix oder so. Weil Onix bringt ja mittlerweile auch nur noch so 400 EP und das ist ja nicht mehr so viel wie davor. Und gerade wenn so ein Macholo dazwischen kommt, das kriegen wir auch nicht mit einer Attacke weggehauen. So, hier werde ich mich jetzt heilen. Es liegt daran, dass falls im im Felstunnel was passiert, dass ich mich dann da zurückschaufeln kann. Achso, ich speichere natürlich... Ups, komm her. Ich speichere im Felstunnel. Komm her. So. Ein Schritt raus, damit ich weiß, wo ich bin. Es wird gespeichert. Und jetzt der Schutz benutzt, weil er nicht beim Speichern übernommen wird. Tragosso, ja, geht ganz gut down. Okay, das war ein Crit. Das den Unterschied merkt man doch. Dann gehe ich auch weiter auf Body Slam. 29. Es ist schon ganz ordentlich. Wir sind doch in der Medium
Slow-Gruppe, glaube ich. Also, wir brauchen 1 Million EP bis auf Max-Level. Medium-Fast braucht ja irgendwie 1 Million und 50.000 oder so. Die haben ja hinten raus, brauchen die mehr EP. Auch wieder Crit, nice. Alter. So. Einmal kurz gespeichert hier. Jetzt kriegen wir hier die Göre. Das Einzige, was ich nicht mitgenommen habe. Ja, komm. Da brauche ich jetzt nicht, mir das nochmal anzugucken, um zu sehen, dass das nichts ist. Ja, stimmt, ich habe ja jetzt keinen Schutz mehr. Das ist natürlich auch gut, dass ich jetzt direkt im nächsten Run einen Encounter bekomme. Wie doll tut das weh? Richtig toll. Alter Schwede. Mach irgendwas anderes bitte, mein Freund. Danke. Die attackiert zum Glück random. So, ich meine, das wäre ein Wanderer, der viele hat. Viele gute Pokémon. Ja. Oh Gott, er hat nur Macholo. Verdammt. Gott, das war ja mega dumm. Der untere hat einen kleinen schon Level 25, deswegen dachte ich, dass der hier was Gutes hätte. Hat er aber nicht. Okay. Bitte entschuldigt, das ist ja noch dümmer dann, wenn man einen Wanderer läuft, die Macholo haben. So, der hier vorne zum Beispiel, den nehmen wir nicht mit. Da ist noch einer. Ja, Level 30 ist schon wichtig. Ja, guck, der hier zum Beispiel, den kann ich mir merken, den kann man sich mitnehmen. Der hat einen Georock. Das heißt, da gibt es mal auch nochmal ordentliche P oben drauf. Ja, 600 ist gut. Also den merken wir uns. Hier ist die Göre, auf die ich keinen Bock habe. Hier poppt der Schutz nicht mehr auf. Sehr gut. Also habe ich schon mal wieder was gelernt. Vor allen Dingen packst du mir von der Route auch besser. Der ganz unten, der Wanderer, ich weiß nicht, was der hat, aber ich glaube, der wäre so weit ab von der Route. Der hier zum Beispiel, den wir davor gemacht haben, der hat echt gut gepasst. Der lag genau drauf. Ist ja nur einmal umdrehen, zwei Attacken raus spammen. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Für Wasser-Pokémon auf jeden Fall was Gutes zum Mitnehmen.
Da musste ich jetzt aufpassen, nicht, dass ich in den Pokémaniac reinlaufe. Jetzt kommt noch hier ein bisschen Göhren-Spaß. Ach Gott, die hat auch Myrabla. Gott sei Dank, ey. Boah. So weit ist es gar nicht mehr. Das ist natürlich gut. Wir haben es geschafft. Das ist cool. Wir sind raus. So, jetzt möchte ich nochmal kurz was zeigen. So, der Schutz wirkt nicht mehr. Genau, du warst auch noch gut. Der ist jetzt ein bisschen vom Part weg. Also außerhalb der Route. Und der hat, glaube ich, Onix und Georock. Nimm jetzt halt ein bisschen Trainer tatsächlich mehr mit, die man normal nicht mitnimmt. Aber ich möchte es halt testen. Ja, der zum Beispiel hier sind, glaube ich, ja, fast 1000 DP für zwei Attacken. Das ist schon echt gut. Ja, fast 1000. Da oben wäre noch einer, aber an den kommen wir nicht ran. Da müssen wir die Göre, die da oben mit beisteht, auch noch mitmachen und auf die habe ich keine Lust. Die nervt. So, wir sind kein Kampf-Pokémon. Das heißt, wir nehmen hier wieder den Spieler mit. Ich glaube, Schädelwumme werden wir diesmal nicht mitnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das benutzen, ist doch eher gering. Blubstrahl. Ja, war auf jeden Fall ein Upgrade, sieht man ja, ne? Und da ist Viola, die spielen wir auch bald. Das wird bestimmt spannend. Ich hatte ja mit Fukano echt viele, naja, nicht echt viele Probleme, aber man hat halt irgendwann gemerkt, dass er nicht entwickelt war und man musste ihn noch bis 50 machen, damit er endlich Flammenwurf lernt. Und ich glaube, Vulpix lernt das in den 30ern, also richtig gut. So, und jetzt muss ich mich wieder konzentrieren, weil ich mir das nie gemerkt habe. Danke. So, das haben wir alles geschafft. Das ist sehr gut. Ich muss kurz überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, jetzt shoppen zu gehen. Aber eigentlich nicht. Wir könnten uns halt beim Shoppen Eisstrahl holen. Eisstrahl wird halt die Zubats leichter machen. Aber so wichtig, glaube ich, ist das nicht. Wir machen jetzt, wie immer, zuerst die Rockets, weil da können wir halt auch zwei Nuggets rausholen. Risikotackle. Nicht, dass wir es brauchen, aber ich nehme es mal mit, aber ich werde es wahrscheinlich ablegen dann. Schau mal, was Blubstrahl gegen so einen Zubat macht. Ja, reicht nicht ganz. Ah, ich hasse es so. Danke, Karl-Heinz, du ziehst das durch. Ich würde dann tatsächlich Härtner, glaube ich, wegpacken. Auch wenn ich mit Härtner ja Badge Boosts machen könnte, aber da habe ich eh keinen Bock drauf, also lassen wir das. So, wir müssen hier runter, um das AP Plus zu holen.
Schau mal, was Blubstrahl bringt. Ah, auch nicht so viel. ...32 ist schon echt gut. Was macht Body Slam? Ja. Schon mehr, aber jetzt auch nicht die Welt. So, wir nehmen Risiko-Tackle mit. Ich werde es wahrscheinlich nicht benutzen. Ich werde es auch dann ablegen, glaube ich. Maximal dann für die Top 4 wieder mitnehmen. Ich glaube, so können wir es generell machen, dass ich die TMs nicht über den ganzen Run über in der Tasche habe. Das könnte ja auch sehr gut helfen. Ich meine, wir haben ja 2 Punkte mindestens, wo wir dann Sachen auf den PC schmeißen. Dann tun wir das halt mit solchen Attacken auch. Und jetzt ein paar Level noch holen hier in... bei den Rockets ist nicht verkehrt, denn wir müssen ja auch noch Major Bob machen. Und der mit seinem Reitschuh könnte natürlich doll wehtun. So, hier unten... Was war hier? KP Plus, ne? Ja. Hier war es KP Plus, genau. Da unten liegt zum Beispiel Klingensturm. Eine eigentlich witzige Attacke, braucht aber 2 Züge und hat keine 100% Genauigkeit. Also ist 3-mal so schlecht wie... Schädelwumme. Schädelwumme zum Beispiel hat eine 100% Genauigkeit, also ist dann schon deutlich die bessere Alternative. Ja, kommt gut rein. Darf man nicht unterschätzen. Also macht schon ganz ordentlich Schaden. So, Liftöffner haben wir. Sonderbonbon ist eingesteckt. Jetzt muss ich kurz gucken. Habe ich auch die 2 Nuggets? Ich habe ein Nugget. Okay, das ist wichtig. Nicht, dass ich den vergessen habe. Muss nochmal nachgucken. KP Plus. Nugget habe ich. Ja, habe ich ja davor gefunden. Gut. Ja, nicht, dass wir die vergessen haben. Passiert ja mal schnell, dass man was vergisst. Ja, heute überziehen wir ein bisschen. Rocket Hideout nehmen wir komplett mit. Die ganzen Nibulak, die wir dann auch noch besiegen müssen im Pokémon-Turm, die werden auch nochmal interessant. Bin ich ziemlich gespannt drauf. Schauen wir dann gleich mal. So. Hier gehen wir nicht rein. Da gibt's nichts. Doch ein Hypertrank vielleicht, aber das juckt uns jetzt erst nicht. Das hier finde ich tatsächlich schade, dass Team Rocket hier kommt, weil die anderen Trainer hier, die hatten ja halt Rettern, Sandern, Arbok oder Sandern, Rettern und... Sandama, die fand ich damals immer richtig cool auf Rot und Blau. Einfach, dass sie die Entwicklungsstufen so aufeinander aufgeteilt hatten. Das war natürlich deutlich stärker als hier Team Rocket. Weil die halt auch Endentwicklungen hatten. Ganz ordentlicher Schaden. Ja. Tatsächlich, ich habe es ja irgendwann gesagt, irgendwann überleben wir mit einem KP wegen dem KP Plus und ich glaube, das war bei Misty sogar der Fall, oder? Waren wir da auf 1 oder auf 5 KP?
Naja, ist auch nicht so wild, aber es hätte halt fast geklappt. So, Supertrank mitnehmen. Ja, wir sind also levelmäßig sind wir echt gut dabei. Da kannst du nichts sagen. 7 Level noch, dann sind wir ganz groß und dann. Nee, Schlitzer kommt schon in 39, dann wird's geil. Gib uns ein bisschen Cash. Ja, das war gut. So, wir schaufeln uns raus. Ich hole jetzt eben noch Fliegen ab. Wir machen eben noch hier die Prismania City Runde. Nicht, dass wir die vergessen. Ups. Ich hole mir jetzt noch Fliegen, auch wenn wir es noch nicht benutzen können. Erika schieben wir natürlich hinten an. Also da brauchen wir mindestens Eisstrahl für, wenn nicht sogar schon endentwickeltes Pokémon, weil wenn da ein Blättertanz von Duflo mal scheppert, dann sind wir ja natürlich direkt down. Das heißt, ich muss leider jetzt gleich zurücklaufen. Ja, hilft nichts. Ich meine, wir könnten natürlich auch erst zu... Nee, wir müssen ja, wenn wir nach Urania City kommen, müssen wir davor ja Fliegen haben. Hilft ja nichts. Ist kein Platz mehr für mein Geschenk. Ach Mann. Ist das doof. Ich habe wohl genug Platz. Hier, ich nehme ein Eisen. Oh Mann. Ist ja gut. Nochmal harte Missklicks am Schluss. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in Richtung PC. Legen schon mal eine ganze Menge ab. Und dann legen wir beim nächsten Mal los mit Shoppen. Bin mal gespannt. Ich denke mal, Eisstrahl müssen wir mitnehmen. Ich glaube nicht fürs ganze Spiel, aber doch schon für eine ganze Menge. So. Was muss weg? Bootsticket auf jeden Fall. Das nimmt nur Platz weg. Helix-Fossil muss weg. Vor allem eins. Liftöffner. Risikotackle tatsächlich. Geowurf würde ich auch mal ablegen. Einfach nur, damit wir mal Platz haben. Richtig Platz. Safescope brauchen wir. Fliegen haben wir schon beigebracht. Sehr gut. Das mache ich selten, TMs ablegen, aber bei Kabuto ist das so situativ, was wir jetzt an Attacken mitnehmen. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. So, wir speichern. Fast 2 Stunden auf der Uhr. Heute mal eine etwas längere Runde. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn dem so war, lass mir doch ein Abo da, Like da. Freue ich mich sehr drüber. Wenn du auch Vorschläge für Runs hast, bitte gerne in die Kommentare. Auch mit Namensvorschlag. Regeln dürften ja mal bekannt sein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und tschö tschö.